In der Geschichte der Menschheit gab es einige Führer, die etwas hinterlassen haben, was heute ihresgleichen sucht. Nach Abu Bakr, Umar, Uthman und Ali galt er als einer der besten Herrscher der islamischen Geschichte. Der römische König sagte einst nach seinem Tod: Ein gerechter Herrscher ist gestorben. Wir haben jemanden gesehen, dem alle Freuden der Welt zu Füßen lagen. Und doch hat er die Augen davor verschlossen und ein Leben der Gottesfurcht und Enthaltsamkeit geführt. Niemand wird ihm in seiner Gerechtigkeit gleichkommen können. Als ihn mal einer gelobt hat, war seine demütige Antwort: Wenn du das über mich weißt, was ich weiß, würdest du mich kein zweites Mal anschauen. Wann immer der Tod erwähnt wurde, zitterte sein Körper. Die Rede ist von Umar ibn Abdulaziz, rahimallah. Umar ibn Abdulaziz wurde 682 in Medina geboren. Einige sagen, dass er in Ägypten geboren wurde. Er war der Sohn von Abdulaziz bin Marwan, dem Gouverneur Ägyptens, während seine Mutter, Asim, die Enkelin des Kalifen Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu war. Umar war schlank, gut aussehend und hatte einen schönen Bart. Er gehörte zu den großen und intelligenten Menschen. Es wird gesagt, dass Umar den Koran auswendig gelernt hat, als er noch ein Junge war. Er blieb in Medina bis zum Tod seines Vaters. Sein Onkel, Abdul Malik, war Kalif und zugleich sein Schwiegervater. Er verheiratete Umar ibn Abdulaziz mit seiner Tochter Fatima. Umar blieb während der Regierungszeit des Kalifen Suleiman Gouverneur von Medina, Mekka und Taif. In den 6 Jahren seiner Regierungszeit hat Umar großartige Arbeit geleistet. Er ließ Straßen, Kanäle und Brunnen für landwirtschaftliche Arbeiten bauen. Suleiman ibn Abdul Malik sagte einmal zu Umar ibn Abdulaziz: Siehst du die ganzen Pilger, es sind so viele. Damit wollte er seine Freude und seinen Stolz zum Ausdruck bringen. Doch Umar ibn Abdulaziz sagte darauf: Doch das sind Leute, die Yawm al-Qiyamah gegen dich sein werden, weil du ihr Führer bist. Suleiman ibn Abdul Malik ging nach Hause, weinte und schrieb einen Brief mit dem Vermerk, dass dieser Brief erst geöffnet werden soll, wenn er verstirbt. In diesem Brief stand folgender Vorschlag: Nach meinem Tod soll Umar ibn Abdulaziz mein Nachfolger sein. Nachdem Umar ibn Abdulaziz zum Kalifen ernannt wurde, sprach er von der Kanzel aus zu seinem Volk: O mein Volk, es gibt kein göttliches Buch nach dem Koran und es gibt keinen Propheten nach Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ich schwöre bei Allah, dass ich kein Richter bin, aber ich führe aus, was mir befohlen wurde. Ich bin nicht besser als jeder andere von euch, aber ich bin derjenige, der die schwerste Last unter euch trägt. Und mir wurde etwas zugeteilt, ohne dass meine Meinung in dieser Angelegenheit berücksichtigt wurde und ohne, dass ich darum bat und ohne befragt zu werden. Ich habe beschlossen, euch von der Treue zu befreien, die mir gegeben wurde. Also wählt einen anderen Führer als mich. Umar ibn Abdulaziz wollte das Amt des Kalifen ablehnen. Die Leute riefen dann mit einer einheitlichen Stimme: Wir haben dich als Amir der Gläubigen auserwählt. Dann sprach Umar: O mein Volk, dann gehorcht mir, solange ich Allah gehorche. Sollte ich Allah nicht gehorchen, seid ihr nicht verpflichtet, mir zu gehorchen. Direkt am ersten Tag seiner Amtszeit hat er ein Zeichen der Gerechtigkeit gesetzt. Umar ibn Abdulaziz ließ ausrufen: Jeder, der eine Rechnung offen hat, soll zur Staatskasse der Muslime kommen und sich sein Recht zurückholen. Unerwartet wurde also Umar der Herrscher einer riesigen Macht, darunter Arabien, Ägypten, Nordafrika, das heutige Pakistan, Afghanistan, Zentralasien, Iran, Irak und Spanien. Umar war der Herrscher des größten Staates der damaligen Zeit. Er bemühte sich, für jeden Bürger des islamischen Staates Sorge zu tragen. Er hatte Angst gehabt, dass auch nur ein einziger Staatsbürger nicht sein Recht bekommt und er dafür an Yawm al-Qiyamah von Allah befragt wird. Ein Beduine kam zu Umar ibn Abdulaziz und beschwerte sich: O Amir al-Mu'minin, Not und Leiden haben mich zu dir geführt. Allah wird dich am Tag der Auferstehung nach mir fragen. Umar sagte: Wehe dir, wiederhole, was du gesagt hast. Der Beduine wiederholte alles, was er sagte. Dann fing Umar an zu weinen, sodass seine Tränen auf den Boden fielen. Wie viele seid ihr in der Familie? Er sagte: Ich und 8 Mädchen. Umar gab ihm 300 Dirham und 100 Dirham für jedes Mädchen. Es ist von meinem Geld. Es ist nicht aus der Staatskammer der Muslime. Umar ibn Abdulaziz regierte nur 30 Monate als Kalif. Aber in dieser kurzen Zeit veränderte er die Welt.
Er regierte von 99 bis 101 nach der Hijra. Kein einziger Bürger musste um sein Leben fürchten, wenn er dem Staatsoberhaupt widerspricht. Heute muss man mit Gefängnis und Folter rechnen. Sheikh Jalaluddin Suyuti schrieb in seinem Buch Tarikh al-Khulafa, dass Omar als Kalif nur 2 Dirham pro Tag zur Verfügung hatte. Für sich nahm er weniger Gehalt als alle anderen im Staat, obwohl er sich jederzeit von der Staatskasse etwas nehmen konnte. Den Unterschied zwischen Omar ibn Abdulaziz und einem gewöhnlichen Bürger konnte man nicht erkennen. Omar ibn Abdulaziz fragte seine Frau, hast du einen Dirham, um ein paar Trauben zu kaufen? Sie sagte, du bist der Führer der Gläubigen und kannst dir keinen Dirham leisten? Er sagte, das ist mir lieber als die Befragung an Yawm al-Qiyamah. Omar ibn Abdulaziz führte ein bescheidenes Leben, obwohl ihm die Reichtümer der Welt zu Füßen lagen. Als er Kalif wurde, gab er sein ganzes Vermögen dem Baitul Mal, sodass jeder aus der Umma sich auf Anfrage bedienen konnte. Er verließ sogar seinen Palast und zog es vor, in einem bescheidenen Haus zu leben. Er trug einfache Kleidung anstelle von königlichen Gewändern und blieb in der Öffentlichkeit oft unerkannt, wie sein Urgroßvater Umar ibn al-Khattab radiallahu. Eines Tages sagte er zu seiner Frau Fatima, entscheide dich zwischen deinem Schmuck und dem Baitul Mal. Oder erlaube mir, dich zu verlassen, denn ich hasse es, dass ich und du und dieser Schmuck im selben Haus sind. Sie sagte, du bist mir lieber als dieser Schmuck und noch ein Vielfaches davon. Und so legte sie ihren Schmuck in die Schatzkammer der Muslime. Als Omar ibn Abdulaziz rahimullah starb, sagte man zu seiner Frau, wenn du willst, würde ich dir deinen Schmuck zurückgeben. Sie sagte, nein, ich schwöre bei Allah, dass ich zu seinen Lebzeiten ohne ihn glücklich war. Und auch möchte ich ihn nach seinem Tod nicht wieder haben. Als einmal Äpfel in die Schatzkammer der Muslime gespendet wurden, ging der kleine Sohn von Omar ibn Abdulaziz und nahm sich einen Apfel heraus. Als sein Vater davon mitbekommen hat, ging er zu seinem Sohn und sagte, wie kann es sein, dass mein Sohn sich am Haq der Muslime bedient? Mit seinem Finger nahm er das Stück Apfel aus seinem Mund. Weinend läuft sein Junge zu seiner Mutter. Wie kannst du den Jungen zum Weinen bringen? Omar sagte, ich schwöre bei Allah. Als ich ihm den Apfel aus seinem Mund gerissen habe, war es so, als ob ich mein Herz aus meiner Brust reißen würde. Aber das ist mir lieber als die Strafe an Yawm al-Qiyamah. Es erreichte Omar ibn Abdulaziz rahimullah die Nachricht, dass sein Sohn einen Ring für 1000 Dinar gekauft hatte. Also schrieb er ihn an und sagte, wahrlich, ich habe gehört, dass du einen Ring für 1000 Dinar gekauft hast. Verkaufe deinen Ring und speise 1000 Hungrige und kauf einen Ring aus Eisen für 1 Dinar und lasse darin Folgendes eingravieren. Möge Allah diesem Mann Gnade erweisen, der seinen Platz kennt. Seine privaten Grundstücke erbrachten ihm vor seiner Ernennung ein Einkommen von 40.000 Dinar pro Jahr. Das sind heute etwa 180 Kilo reines Gold. Als er alle Grundstücke an die Staatskasse gab, verringerte sich sein privates Einkommen auf 200 Dinar pro Jahr. Einmal fand ihn seine Frau nach dem Gebet weinend. Sie fragte, was passiert sei. Ich bin der Kalif der Muslime und ich dachte an die Armen, die hungern und die Kranken, die mittellos sind und die Nackten, die in Not sind und die Unterdrückten, die betroffen sind und die Fremden, die im Gefängnis sind und die großen Familien, die wenig Mittel haben und ich spürte, dass mein Herr mich am Tage der Auferstehung nach ihnen fragen wird. Und ich fürchte, dass mir keine Ausrede nützen wird. Und so fing ich an zu weinen. Er war rücksichtsvoll und demütig zu seinem Volk. Ibn Kathir schreibt, dank der von Omar durchgeführten Projekte stiegen die jährlichen Einnahmen. Allein aus Persien von 28 Millionen Dinar auf 124 Millionen Dinar. Er führte umfangreiche öffentliche Arbeiten in Persien, Khurasan und Nordafrika durch, darunter den Bau von Kanälen, Straßen, Raststätten für Reisende und medizinischen Apotheken. Durch seine politische Verantwortung machte er sich bei der Umma sehr beliebt und konnte jahrzehntelange Unruhen und Kämpfe zwischen den Kharijiten und Umayyaden beenden. Und das nach gerade einmal 2,5 Jahren Regierungszeit. Die gibt es auch heute. Auseinandersetzungen unter den Muslimen. Doch solche Helden wie Omar ibn Abdulaziz haben vorgelebt, wie man solche künstlich geschaffenen Konflikte beendet. Omar ibn Abdulaziz rahimullah war so gerecht,
dass seine Bevölkerung es spürt. Malik ibn Dinar sagte, als Omar Kalif wurde, sagten die Hirten in den Bergen, was für ein schöner Kalif ist aufgestiegen. Man fragte ihn, woher weißt du das? Er sagte, wenn ein rechtschaffener Kalif über die Menschen kommt, hören die Wölfe und Löwen auf, uns zu belästigen. Eines der Hauptmerkmale von Omar ibn Abdulaziz, was ihn von seinen Vorgängern unterschied, war seine vorsichtige Haltung gegenüber der Schatzkammer der Muslime. Eine Haltung, die er von seinem Urgroßvater Umar ibn al-Khattab radiallahu anh erbte. Umar setzte Gouverneure und Beamte ab, die öffentliche Gelder verschwendeten oder Ungerechtigkeiten begingen. Jeder mit Schulden belastete Bewohner des Kalifats, unabhängig von seiner Religion, erhielt eine Garantie für die Rückzahlung der Schulden auf Kosten speziell eingerichteter staatlicher Finanzmittel. Jeder, der eine Familie gründen wollte und nicht die Mittel dazu hatte, hat den notwendigen Betrag aus der Staatskasse erhalten. Als die Pilger ihn baten, einen großen Betrag für die Dekoration der Kaaba bereitzustellen, sagte er, hungrige Muslime haben es nötiger als die Kaaba. In der Zeit von Umar ibn Abdulaziz gab es keinen einzigen armen Menschen, dem man die Zakat hätte geben können. Yahya ibn Sa'id erzählt, Umar ibn Abdulaziz hat mich mit Zakatgeldern nach Afrika geschickt. Wir gingen hin auf der Suche nach den Armen, um ihnen diese Gelder zu geben. Wir fanden jedoch keinen einzigen Armen. Umar machte alle reich. Dann haben wir Sklaven freigekauft, damit sie unter dem Schutz der Muslime leben können. Armut war ein Fremdwort. Heute kaum noch vorstellbar, subhanallah. Natürlich nahmen die Bewohner der Provinzen des Kalifats den Islam in Scharen an, als sie Omars Fürsorge, Gerechtigkeit und Barmherzigkeit sahen. Es war während der Zeit von Omar, als der Islam Wurzeln schlug und von einem großen Teil der Bevölkerung Persiens und Ägyptens angenommen wurde. Einige Gouverneure schrieben an den Kalifen, dass die Jizya-Einnahmen des Staates aufgrund immer mehr werdender Muslime abgenommen habe und man einen Rückgang der Einnahmen für die Staatskasse befürchtete. Vielleicht sollte man die Steuern der Konvertiten doch eintreiben. Der empörte Kalif Umar ibn Abdulaziz schrieb zurück, der Prophet Allah sallallahu alaihi wasallam wurde als Prophet geschickt, um die Menschen zum Islam einzuladen und nicht als Steuereintreiber. Als Umar ibn Abdulaziz die Menschen mit allem Notwendigen versorgte, begann er sogar, sich um die Tiere zu kümmern. Es wird berichtet, dass er befahl, Weizen in die Berge zu streuen, damit Vögel und andere Tiere ebenfalls satt werden. Die Bewohner des Kalifats liebten Omar wegen seines bescheidenen Charakters und seiner gerechten Herrschaft. Die Hauptursachen für Unzufriedenheit innerhalb eines Staates sind Korruption, Machtmissbrauch, Geldgier, Tyrannei und mangelnde Sorge um die Angelegenheiten der Bürger. In der Gesellschaft hat sich ein Klischee gebildet, dass ein gerechter Herrscher ein Mythos und etwas völlig Unmögliches sei. Doch der Islam brachte viele wunderbare und gerechte Herrscher hervor. Die Geschichte eines Umar ibn Abdulaziz wirkt daher heute wie ein Märchen. Wenn wir Geschichten solcher Helden hören, dann sollten sie als Denkanstoß dienen, uns inspirieren. Wir sollten Lehren aus ihrer Umsetzung ziehen und uns nach solchen Helden sehnen. Ihre Biografien dürfen nicht als einfache Geschichten verstanden werden. Tadel trifft nur solche, die den Menschen Unrecht zufügen und auf Erden ohne Rechtfertigung sind. Ihnen wird eine schmerzliche Strafe zuteil werden. Doch nur 2,5 Jahre später starb Umar im Alter von 40 Jahren. Vor seinem Tod hielt er eine Rede und ermahnte sein Volk, dass sie sich strikt an die Gebote und Verbote Allahs und die auf dem Koran und der Sunna basierenden Gesetze halten sollen. Vor seinem Tod befahl er seinen Kindern, zu ihm zu kommen. Er begann, seine Kinder zu ermahnen. O meine Kinder, ihr habt die Wahl. Entweder werdet ihr reich und euer Vater wird in die Hölle gehen, oder ihr werdet arm bleiben und euer Vater wird ins Paradies gehen. Es ist besser, dass ihr arm bleibt und euer Vater das Paradies betritt, als dass ihr reich werdet und euer Vater in die Hölle geht. Steht auf, meine Kinder. Möge Allah euch von der Sünde retten und euch das Beste geben. Der Kalif Umar ibn Abdulaziz rahimullah starb in Damaskus im Monat Rajab im Jahre 101 nach der Hijra, also 720 nach christlicher Zeitrechnung. In nur 2 Jahren seiner Regierungszeit
hat er die islamische Geschichte so sehr geprägt. Überall blühte Wohlstand, Gerechtigkeit und Ordnung. Die Muslime liebten den Kalifen Umar ibn Abdulaziz so sehr, dass sie ihn sogar den fünften rechtgeleiteten Kalifen nannten.